Laminat, Parkett, Teppich oder PVC-Beläg. Ich begrüße euch zum heutigen Newsletter von der Villa GS Gaza zum Thema Bodenbeläg. Ganz herzlich begrüße ich heute Robi Gasser, der von der Gasser Bodenbeläg an der Thunstrasse 4a in Spiez daheim ist mit seinem Geschäft. Sehr Robi. Ciao, Kosi. Bei der Besichtigung werden wir oft konfrontiert mit dem Thema Bodenbeläge, vor allem wenn es ältere Liegenschaften sind. Und das werde ich gerade heute ein bisschen thematisieren. Mhm. Es gibt immer Leute, grundsätzlich, was nehme ich für einen Bodenbeläg? Oder was gibt es überhaupt? Alles. Also Bodenbeläge ist im heutigen Zeitrahmen, also in der heutigen, sagen Sie jetzt, im 2012 ist grenzenlos. Also wir haben fast alle Jahre Neuheiten, die auf den Markt kommen. Sprich von den Textilbodenbelägen, Teppich, von den Vinylbodenbelägen in PVC und Parkett, das wechselt da. Fast monatlich kommen da neue Produkte auf den Markt. Also, was man rein tun kann, das kommt gegen auf den Kunden an, auf den Endverbraucher. Was hat er für Bedürfnisse? Oder einen pflegeleichten Boden? Oder lieber einen natürlichen Boden? Oder lieber... ja, je nachdem. Also, es ist grenzenlos. Also, dort im sie zu 80-90% kommen Holzböden rein. Also das heisst, im Wohnbereich sind Holzböden drin. Die Zimmer werden nach wie vor sehr viel mit Textilbodenbeläg belegt. Oder eben auch PVC. Sei es im vollflächig verklebten oder im Klickbereich. Drin. Wenn wir jetzt so von Teppichen reden, ich höre viele Leute, die sagen, ja, nein, Teppich, um Gottes Willen nicht. Dann gibt es die anderen, die sagen, oh, nein, ich will keinen glatten Boden, es tut Staub aufwirbeln, ich habe Asthma, das spielt für viel anfälliger. Mhm. Wie tust du da? Wie kannst du da stellen? Ja, das ist korrekt. Also, man hat ja früher, eben durch das ganze Asthma-Problem, hat man da sehr schlechte Negativwerbung gemacht über die Textilbodenbeläge. Man hat natürlich auch sehr viel Teppiche im Wollbereich. Heute hat man sehr viele synthetische Gewebe. Also vom Asthma-Bund Deutschland ist ganz klar empfohlen, dass wenn man ein Asthma-Problem hat oder ein Problem mit der Lunge hat, punkto Staub und Milben, sollte man eigentlich einen synthetischen Teppich hineinnehmen. Also es gibt für Allergiker geeignete Textilbodenbeläge, gibt es jetzt also eine recht grosse Auswahl. Das heisst auch, häufig das nicht glaubt, die haben gesagt, ja, nein, Teppich ist nichts. Man sollte die Parkette rein tun, das sind die Lungenspezialisten, die Ärzte haben gesagt, Teppich raus, Kork rein oder Holzboden rein. Und heute kehren sie das ganze Spiel, weil zu 80-90% der Wohnungen heute haben Bodenheizung drin. Während der Heizperiode wird der Staub eigentlich hochgelöpft durch die ganze Wärme. Auch wenn die Kinder zum Beispiel in den Zimmer rumspringen, das wirbelt den Staub auf, kann sich dann nicht senken und ihnen verankern. Und darum eben der Textilbodenbelag. Sobald das Reich drin ist, ist der Teppich weiter drin. Bedingt natürlich eigentlich auch eine regelmäßige Pflege, wie bei einem Parkettboden. Also wenn man einen Parkettboden drin hat, dann wird der regelmäßig feucht aufgenommen, weil man sieht den Staub natürlich unter dem Bett. Und beim Textilboden sagt man halt, gut, jetzt lassen wir es in der Woche, das spielt ja nicht so eine Rolle, man sieht ja nichts. Aber wenn man das eigentlich tut, gleich handhaben von der Pflege her wie ein glatter Boden, ist ein Textilbodenbelag eigentlich das Beste, was man rein tun kann. Sprich, auf Staub und Milben. Also das ist sicher etwas vom Idealsten. Das ist so. Ja, das ist gleich auch spannend. Ich habe mit den Jahren wieder gezeigt, dass es eben gleich genau. Gar nicht so schlecht ist. Genau. Eine Frage, die irgendwann wieder kommt, gerade wenn ich Holzböden habe, tue ich den entweder versiegeln oder tue ich den ölen oder wie tue ich den Holzboden optimal pflegen? Das kommt auf den Einsatzbereich drauf an. Also ich sage jetzt, und auch die Philosophie natürlich vom Typ Mensch. Der eine sagt, ja, nein, ich will jetzt einfach ein Naturöl drauf, weil man auch die Struktur von der Maserierung und so vom Holz eigentlich viel, viel besser sieht. Es kommt besser zur Geltung. Aber heute, in der heutigen Zeit, hat man die Mattversiegelung, also die praktisch eine ähnliche Optik wie ein gelben Boden. Und ist einfach auch sehr pflegeleicht. Ich sage jetzt einfach im öffentlichen Bereich, sei es Restaurationsbetrieb oder ich sage jetzt in Heimen, ist sicher ein gelter Boden von Vorteil. Weil sobald der Lack
durchgerapset ist, muss man ihn frisch schleifen und versiegeln. Dort bedingt es natürlich eine Räumung von diesen Räumlichkeiten. Also die Möbel müssen auch draußen sein. Das ist mit einem Weltaufwand verbunden. Und wenn man ihn gegölt hat, dann kann man im Prinzip nur eine Grundreinigung machen. Also es wird nass gemacht, dann wird ein Mittel aufgedreht. Und dann wird maschinell Grund gereinigt und dann soll wieder frisch auftreiben. Dann wird relativ eigentlich praktisch wie neu. Und es ist eigentlich auch ein Vorteil im Wohnbereich. Also das bedingt natürlich auch, dass auch von der Möblierung natürlich. Jeder ist auch nicht bereit, irgendwie die Wohnung nach 10 Jahren alles rauszuräumen. Heute, wo man die Wohnzimmer und Zimmer und Kinderzimmer durchgehend verleiht hat, nicht einmal mehr mit Fugen drin, muss einfach alles draußen sein. Und wer zögert einfach irgendwie nach 15 Jahren die ganze Wohnung raus? Und Möbel an der Suche hängen, macht auch nicht grossen Spass. Darum, Geld ist sicher ein Riesenvorteil. Und vor allem, Geld in Böden müssen wir eigentlich auch nicht mehr schleifen. Das ist eigentlich mit der Grundreinigung, lenkt das eigentlich vollkommen. Also wie gesagt, zum Thema Bodenbeläge ist schon wahrscheinlich weitläufig. Und darum lohnt sich auf jeden Fall die Ausstellung, die der Robi Gasser oder der Dunstrasse 4 in Spiez hat, mal zu besuchen und sich auch unverbindlich einmal zu beraten, damit man gerade von Anfang an das Richtige rein tut, dass sich auch richtig verhalten, gerade speziell bei Renovationen. Merci Robi für das Interview. Ja, das ist ganz schön. Wir wünschen euch beim nächsten oder beim neuen Weltbeleg oder in der Tür viel Vergnügen und wieder schauen miteinander. Wieder schauen.